Würzburg, da war es schon. Das entsprechende Schild. Müssen wir hier schon, ja? Okay. Aha. Da tauchen plötzlich Autos aus dem Nichts aus auf. Spawnen einfach mitten in unsere Spur hinein. Klappt. Also diese neue Bremseinstellung scheint doch besser zu sein. Ja, also damit scheine ich doch besser klarzukommen. Ich schaffe es auch mal vor den Autos zu bremsen. Also lag es doch nicht an meiner Reaktionszeit zwingend, dass wir ständig davor geknallt sind, sondern die Bremseinstellung hatte mit Schuld daran. So, Darmstadt-Würzburg ist dann auch wieder unsers. Brauchen wir den Pin auch nicht mehr ganz durchdrücken. Nicht wahr? Ja. Das ist kein Elchtest. Nein, es ist. Es ist es wirklich nicht. So. Na dann. Sind wir ja auch gleich schon wieder glücklich in Würzburg angekommen. Na gut, ich bleib jetzt mal bei 60 km/h. Auch wenn 70 erlaubt. Wie jetzt ins 100? Aber das. Ja. Oh, 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 oh. Ich denke mal, dass es dann gleich auch wieder 50 werden. Da haben wir einen Blitzer. Um den müssen wir uns keine Sorgen machen. Sehr schön. Jawohl, auf geht's. Fahren wir ins schöne Würzburg rein. Genügend Zeit haben wir auch mitgebracht. Na, das ist doch super.
Ups. So. Sind wir ein bisschen weit gerollt? Ja, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Es ist wirklich nichts Tragisches, also. Denke ich. Herr Ampel, Sie dürfen jetzt auch gerne. Also, wenn Sie genau gerade nichts anderes zu tun hätten, wäre es doch freundlich, uns grünes Licht zu geben. So, hier wieder rechts. Okay. Ah ja, welch riesiges Parkhaus. Hier an einem Flughafen oder so. Aber hier ist auch nicht so viel los. Also so richtig lukrativ scheint diese Strecke nicht zu sein. Na dann. Schauen wir mal. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Mahlzeit. Jawohl, Frau Dankeschön. Erwa. Bitte schön. Mahlzeit, bitte sehr. Parolin, jawohl. Vielen Dank. Bitte sehr. So. So. Wunderbar. Schmeißen wir den Bus wieder an. Bisschen Zeit haben wir ja. Zack, die war der Wuppdi, können wir auch hier direkt ein wenig vorspulen. Hallo und herzlich Und die willkommen. Anlage anschalten, ganz Wir so, freuen wie uns, es dass sich Sie hier vor gehört, seid und wir damit wir auch gemeinsam unser möglichst heutiges viele Reiseziel Pluspunkte ansteuern, mitnehmen. bevor wir Wir sind Richtung ja nicht nur Marschall Rekordhalter und im Marschall Minuspunkte Hinweise mitnehmen. geben. Auch wenn uns im Bus vieles Nein, wir widersetzt, wollen ja auch ein paar möchten wir empfehlen, positive bitte Aspekte, schlagen euch also deshalb positive während der Punkte gesamten Fahrt an. bekommen. Das In den wäre Sitzreihen schon vor ganz euch nett. findet ihr unsere Bordkarten. Schauen wir uns mal hier ein bisschen in Würzburg um. Ja, so. Neoklassizistische Bunkerbauten. Nein, was erzählt er da? Moderne trifft auf Langeweile. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Es ist ein merkwürdiges Parkhaus irgendwie. Na gut. Und entsprechend gekennzeichnet. So Gekennzeichnet, könnt ihr ja. euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Smartphone. Fahrt auch gleich mobil buchen wollt. Tada! Na, da waren wir ja sehr pünktlich. Holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf wie Auf flixbus.de stehen geht's? täglich brandaktuelle Anbindungs- und Städteverbindungen. Jetzt habe ich gerade überhaupt nicht darauf geachtet gehabt, ob wir denn irgendwo eine Tankstelle hatten. Habt ihr eine gesehen? Gut, müssen wir jetzt mal drauf achten. Innerhalb. Warte mal, wann sollen wir genau rasten? Hallo? Hallo? Also, hallo? Um 15.15 Uhr. Was? Wie bitte? Das kann ja eigentlich nicht sein. Das ist ja Zeit. Okay, da stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Müssen wir also bei der nächsten Gelegenheit rasten. Ja, fuck, das hätte ich vielleicht direkt hier. Wir werden bestimmt gleich angeschrien. Könnte ich mir zumindest vorstellen.
Weil 15.15 Uhr, ja, es ist 15.54 Uhr. Es ist natürlich schon erheblich zu spät. Oder ob 16.15 Uhr, das würde natürlich Sinn machen, auch dass es dann unter der Rast, dem Rastplatz, der Rastplatz, unter der Haltestelle Würzburg stand. Schauen wir mal. Können uns auf jeden Fall darauf einigen, dass die nächste Rastmöglichkeit definitiv die unsere ist. Nein! Sonntagsfahrer. Entschuldigung. So, Entschuldigung, 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 alles gut. Keine Ahnung, was da gerade passiert ist. Ich habe ein kleines Chaos. Was? So ein Rowdy. Was war denn jetzt schon wieder veranstaltet? So. Ach Mist. Fast hätten wir es noch geschafft, aber nöt. Nöt, nöt, es wollte nicht. Tröti, tröt. Ja. Ach so, aber noch ganz nett hier, ne? So im Großen und Ganzen. Jetzt hier wirklich doof rumgeglotzt. Es wird jetzt mal gefahren, bitte. Wir sind ja dabei. Schminkt sich da jemand auf der Toilette? Ah, natürlich. Ich lerne es nie. Nach jedem Halt WC-Freigabe korrigieren, kontrollieren. Mittlerweile sollte ich es doch wissen. Naja. Naja, naja, naja. So ist's halt, so ist es halt. So. Okay, da wären wir dann schon wieder auf der Autobahn auf oder an der Autobahnauffahrt. Und wie sieht das denn aus? Wird das unsere Auffahrt? Also hier zumindest schon mal nicht. Aber dahinter vielleicht die nächste in die andere Richtung, möglicherweise. Was meint ihr? Es werden noch Wetten angenommen. Ja. So, lieber Herr Ampel, jetzt bitte. Sie zu. Go green, please. Thank you very much. Ja, es sieht so aus, als wenn wir hier gleich links abbiegen müssen. Jawohl, so ist es auch. Also, huch. Jetzt habe ich meinen Kaffee verschüttet. Da, das ist nicht schlimm, du kannst dir auf meine Kosten einen neuen holen. Mach dir da mal keinen Kopf. Es wird alles gut.
So. Oh, 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 oh. Den Unfall habe ich in letzter Sekunde noch durch ein grandioses Ausweichmanöver verhindert. Ja, mindestens. ...16:20 Uhr. Und noch meckert keiner. Interessant. Müssen wir hier Richtung Hannover? Könnte ich mir schon fast vorstellen. Hallo, Navi, nein, müssen wir natürlich nicht. Scheiße. Was war das? Es war ein Idiot, der mir hinten reingefahren ist. Oh. Ah, das war ich selber. Was? Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Ja, wir machen gleich eine Pause. Sobald wir hier aus dem Schlamassel raus sind. Wie schnell dürfen wir hier eigentlich? 60, ne, ist klar. Na gut. Meine Großeltern fahren schneller. Bitte? Ich darf nur 60 und ich fahre 1 km/h langsamer. Doof oder was im Kopf? Okay, okay. Wenn ihr meint, ganz wie ihr wollt. Ist aber nicht zu glauben. So eine Frechheit. Können Sie mal eine Pause einlegen? Nein, mache ich jetzt aus Prinzip nicht. So. Wow. Junge, Junge, Mann. Gut. Dann gibt uns doch bitte mal jetzt eine Tankstelle. Egal was. Wir wissen ja, es muss mittlerweile nicht einmal ein Rastplatz sein. Eine stinknormale Tankstelle würde uns schon reichen. War der nicht gerade im Basthof? Aber jetzt ist es dann so, dass nicht mal die kommt. Ist ja wohl unglaublich. Das ist ja wohl unglaublich. Und so heißt es warten. Harren wir der Dinge, die da kommen. Ich kriege hier noch eine Thrombose. Nein, das glaube ich nicht. Kannst du im Bus ein bisschen rumlaufen? Ich erlaube dir das. Ausnahmsweise mal. Was war das rote Ding da gerade? Schon wieder eine Polizeikontrolle, oder? Aber irgendwie offensichtlich auf der anderen Seite. Nee. Nee, nee. Bei uns tatsächlich. Können Sie mal eine Pause einlegen? Ja. Das können wir. Das können wir tatsächlich. Nachdem wir die Polizeikontrolle durchfahren haben. Oh, oh, hoffentlich habe ich die Lenkzeit jetzt nicht überschritten.
Nein, alles gut. Wieso machen wir eigentlich keine Pause? Wunderbar. Ach, Milady, die machen wir jetzt. So. Ich dachte, hier gibt es WLAN. Jawohl. Dann lasst uns mal rasten. War da nicht gerade ein Rasthof? Rasten wir nicht gerade? Hallo? Wo kann ich sagen, wieso kann ich den nicht abchecken? So. Hallo? Gibt's doch nicht. Hallo? Ich würde gerne die Lady checken. Nicht? Gut, dann eben nicht. Dich und dich. Ah, es klappt richtig gut. Hallo. So. So und so, jawohl. Guten Tag, der Herr. Tag. 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 Darf ich sie mal checken? Guten Tag, Schaluckelchen. Checken wir sie mal ab. Yeah. So. Fehlt nur noch die Lady da hinten. Also. Geht doch, warum nicht gleich so, nicht wahr? Ja. Ihr seht, beides ist eingeschaltet. Und es geht auch schon wieder weiter. Ups. 10 nach 5 schon. Hier im Fernbus-Simulator. Es wird langsam dunkel. Wir sind seit 10 Stunden unterwegs. Ich weiß gar nicht. Müsste ich nicht dann eigentlich auch mal so langsam den Fahrer wechseln? Bin ich mir nicht so sicher, wie das in der Realität gehandhabt ist, aber also 10 Stunden Lenkzeit oder 12? Ich weiß es nicht. Okay. Ein heiß geliebter Tunnel. Huch. Erschreck mich mal, danke reicht. Was? Was geht denn hier ab? Was hier abgeht? Tja. Hier geht der Fernbus ab, der Tetrabus. Er geht so richtig, richtig ab. Badab, 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 badab. Der Tetrabus, der geht hier ab.
Und alle singen mit, wir wollen ins Grab, denn wir gehen ab. Was? Krasser Song, Alter, das wird bestimmt ein Hit. Nein, mit Sicherheit nicht. Jetzt hör auf zu singen, sondern konzentrier dich mal auf die Straße, auf die Strecke.